Hi Leute, der Enzmeshix D wieder am Drücker und zwar mit einem kleinen Meinungs- bzw. Analysevideo zur letzten Pokémon Direct, die ich denke für den einen oder anderen enttäuschend gewesen sein könnte. Zumindest war es für mich und ein paar andere aus der Community von Keanu. Ja, was hat man da groß gesehen? Also man hat ja ehrlich gesagt so gut wie gar nichts Neues gesehen. Man hatte, es war wirklich keine Pokémon Direct. Es war ja mehr irgendwie mehr so ein Rückblick, ein bisschen Zeitstrahl, wie es mit Pokémon angefangen hat, bis jetzt 2016. Und dass wir halt gegen Ende kurz gesagt bekommen haben, beziehungsweise bestätigt bekommen haben, ja, Pokémon Sonne und Pokémon Mond werden Ende 2016 erscheinen. Mehr war es nicht. Und höchstens ja noch diese Nebeninfo, dass die Virtual Console Downloads, so Pokémon Rot, Blau und Gelb, ja, dass man die Pokémon, die man dort fängt, mit Internetverbindung auf die Pokémon Bank transferieren kann, um sie dann irgendwann, wenn die Spiele rauskommen, zu Pokémon Sonne und Pokémon Mond übertragen kann. Das wiederum finde ich eine ganz schöne und echt tolle Neuigkeit, dass Nintendo sowas einbaut, dass man die Pokémon wirklich aus der allerersten Generation auf Pokémon Sonne und Pokémon Mond mit übertragen kann. Das ging ja bei den Originalspielen damals nicht, dass man die auf die neueren Generationen übertragen konnte. Aber wie gesagt, mehr war da jetzt wirklich nicht zu sehen. Zumindest nicht, wenn man einen genaueren Blick geworfen hat. Denn darüber wird es in diesem Video gehen. Denn ich möchte mit euch so ein bisschen genauere Bilder betrachten, die zu schnell im Video vorbeigegangen sind, und über die möchte ich mit euch sprechen. Wir können auch darüber gerne in den Kommentaren diskutieren. Fangen wir doch einfach mal mit dem ersten Bild an. Ja, wir sehen ja hier Junichi Masuda mit seinem Team, wie er einige Skizzen und Artworks bespricht, die definitiv, denke ich mal, zu Pokémon Sonne und Pokémon Mond sein werden. Fangen wir doch mal gleich mit dem nächsten Bild an. Beziehungsweise wir fangen jetzt mal richtig mit dem ersten Bild an. Ja, da haben wir einmal hier ein Gebäude, was höchstwahrscheinlich das Pokémon Center sein wird, das wir in Pokémon Sonne und Pokémon Mond auffinden können. Und ich weiß nicht, es sieht für mich einfach so aus, als ob es wirklich eine Mischung aus dem Pokémon Center und dem Pokémon Supermarkt sein wird, so wie wir es ab Pokémon Schwarz und Pokémon Weiß kennen, dass diese beiden Gebäude in einem Gebäude zusammen sind. Ich weiß nicht, vom Design her sieht es für mich einfach so aus. Und wie findet ihr dieses neu designte Pokémon Center? Also wenn es vom Artwork her genauso aussieht, wie es in den Spielen aussehen wird, dann könnte man auch schon vermuten, dass die Grafik auch wieder ordentlich aufpoliert sein wird im Vergleich zu XY bzw. Omega Rubin und Alpha Saphir. Dann das nächste Artwork bzw. die nächsten Skizzen zeigen einige Lastwagen und sogar einen Krankenwagen. Da stellt man sich dann natürlich die Frage, wird es Krankenwagen in Pokémon Sonne und Pokémon Mond geben? Oder haben die irgendeine spezielle Funktion oder sind die einfach quasi nur so als Deko da? Dürfte dann sehr interessant sein, so die Vorstellung, dass man irgendwie einen Krankenwagen rufen kann, dass man dann sofort ins Pokémon Center gebracht wird oder so. Also interessant wäre es schon, aber ob diese Wege wirklich einen großen Nutzen haben werden, das ist dann natürlich auch noch so eine Frage. Nur noch ein paar weitere Bilder zu kleinen Lastern oder Trucks oder sowas. Könnte natürlich auch sein, dass hier Trainer draufgeladen sind, die irgendwo in der Gegend rumfahren und einen dann zum Kampf herausfordern, oder vielleicht werden diese doch noch eine größere Rolle in den Spielen haben. Und ja, man weiß es halt nicht. Also zu den Spielen wurde wirklich wenig. Was heißt wenig? Es wurde eigentlich überhaupt nichts zu den Spielen gesagt. Einfach nur, dass es jetzt bestätigt wurde, dass diese Spiele kommen werden. Gut, kommen wir dann zu den nächsten Bildern. Und zwar haben wir hier eine Art Anwesen. Sieht zumindest mal so aus. Wahrscheinlich von irgendeinem reichen Eigentümer oder Eigentümerin. Keine Ahnung. Wir sehen auf jeden Fall, dass
der Besitzer dieses Gebäudes anscheinend sehr Wasser-Pokémon-vernarrt sein muss, weil wir sehen hier ein Seeper, das hier als Statue für einen Brunnen dient. Dann haben wir hier auf dem Gebäude verschiedene Bilder von Pokémon. Da haben wir einen Seemops, ein Sterndo, ein Lampi und nochmal ein Seeper drauf. Also dieses Gebäude wird wohl definitiv irgendwas mit Wasser-Pokémon zu tun haben. Vielleicht ist es auch die Wasser-Pokémon-Arena. Vielleicht werden wir wirklich eine Wasser-Pokémon-Arena im Mond und Sonne haben, aber es kann auch ein total anderes Gebäude sein. Es sieht auf jeden Fall recht interessant aus. Dürfte auf jeden Fall sehr prachtvoll sein. Und bin ich wirklich gespannt, was für einen Nutzen dieses Gebäude haben wird, falls es wirklich in Pokémon Sonne und Mond vorkommen sollte. Dann jetzt zu den wahrscheinlich interessantesten Bildern. Und zwar haben wir hier ein 3D-Modell eines Pokémon. Am Anfang dachte ich mir, das wäre Datiri. Aber wenn man sich hier die Kopfform genauer betrachtet, dann kann das eigentlich kein Datiri sein. Das muss irgendein komplett neues Pokémon sein. Sicher wieder das Anfangs-Vogel-Pokémon, wie zum Beispiel jetzt Taubsi oder Huthut oder Schwalbini oder sowas. Hier haben wir dieses Pokémon sogar noch so ein bisschen in Farbe. Wir sehen es zwar nur von hinten, aber das könnten gut möglich die finalen Farben dieses neuen Pokémons sein. Ich finde auch wirklich, da bin ich sicher nicht der Einzige, dass dieses Pokémon bis jetzt so ziemlich stark an Datiri erinnert. Wer weiß, vielleicht wird noch ein bisschen was abgeändert oder so, weil ich meine, bis zu den Erscheinungstagen zu Sonne und Mond dauert es ja noch. Also der genaue Tag wurde ja nicht genannt, sondern hauptsächlich bloß, dass es Ende 2016 erscheinen wird. Und wir hoffen einfach mal, dass da so bald wie möglich genauere Informationen kommen. Also ich war bis jetzt sonst, abgesehen von diesen Bildern, die mal so rasch im Video vorbeigegangen sind, ich war von der Direct ehrlich gesagt enttäuscht, weil, wie gesagt, wir haben quasi bloß einen Rückblick gehabt von dem Zeitstrahl, wie das mit Pokémon angefangen hat, wie es sich entwickelt hat und so weiter. Ich hatte wirklich gehofft, dass wir zumindest die legendären Pokémon, die Videospiel-Covers zieren werden, zu sehen bekommen. Es wurde ja, glaube ich, auch vorher schon gesagt, dass diese Direct nur so um die 5 bis 7 Minuten gehen würden. Da fragt man sich natürlich, 5 bis 7 Minuten, was kann man da groß bringen? Da muss es ja eigentlich bloß um ein größeres Thema gehen. Und ein Tag vor dieser Direct wurde ja auch geleakt, dass Nintendo sich die Namen Pokémon Sonne und Pokémon Mond getrademarkt hat, also sich gesichert hat. Und da hat man natürlich gleich schon war man sich zu 99% sicher, dass das sicher in der Direct angesprochen wird, aber Fehlanzeige. Es wurde nur bestätigt, dass es diese Spiele geben wird Ende 2016. Aber wirklich mehr wurde dazu nicht gesagt. Und von daher war das meiner Meinung nach einfach keine Direct, die es wert war, eine Direct zu sein. Da hätte Nintendo das auch einfach als, ich sag jetzt mal, stinknormales Video sofort auf YouTube hochladen können. Von daher hoffe ich wirklich, dass wir in nächster Zeit genauere Informationen zu Pokémon Sonne und Mond bekommen werden. Was haltet ihr von diesen Bildern, die ich euch da gezeigt habe? Habt ihr da auch manche Vermutungen, zum Beispiel was dieses Gebäude hier sein könnte? Ist es eine Pokémon-Arena oder gehört es einfach nur irgendjemandem, der stinkreich ist oder so? Aber auf jeden Fall finde ich am interessantesten dieses Vogel-Pokémon hier, dieses 3D-Modell, dass man da schon mal ein bisschen was gesehen hat. Nun gut, dann würde ich sagen, beende ich hier jetzt auch schon mal das Video. Es war jetzt eigentlich das Einzige, was ich hier jetzt groß mit euch besprechen wollte, was auch meiner Meinung nach wirklich das Einzige, was es wert war, angesprochen zu werden von dieser Direct. Und wir hoffen wir einfach, dass Nintendo bald genauere Informationen raushauen wird. Also, die haben die Fans jetzt so neugierig auf diese Spiele gemacht, und wenn, das finde ich, das ist auch so bescheuert. Erst die Fans so neugierig darauf machen und dann so eine Pleite, muss man schon sagen. Na gut, das war dann mein Beitrag zu dieser Pokémon Direct. Ich hoffe, es hat euch wenigstens etwas gefallen und das
ich euer Interesse geweckt habe und dass es euch gefallen hat, dass ich diese Bilder hier gezeigt habe. Und ich hoffe, ihr seid im nächsten Video dann auch wieder dabei. Und denkt daran, immer schön zocken. Ciao!